Am 23.02.1970 gab es schwere Lawinenschäden am Bahnhof Böckstein. Die starken Schneefälle dürften zum Abgang der Lawine vom Westhang des Hohen Stuhls geführt haben. 23.02.1970. Ja, da bin ich noch nie runtergekommen auf Babuck. Und vorher ist da die Lawine runter. Das war so um eine Nacht auf Nacht. Oder noch, eine halbe Zehne war das ungefähr. Ja. Dann hast du einen Autozug aufgetragen. Ja, da hast du. Der Zwischenberg Ossi hat da oben ein Stellwerk Weichen putzt. Genau, der hat gemeint, das Finster ist worden. Ja, irgendwo hat er gespielt und ist reingesaust. Ja. Und in dem Moment war die Lawine schon da. Da ist unten reingelegt, unter bei der Kühlkiste unten reingelegt irgendwo. Dann ist die Dings, hat den Zug aufgetragen. Lawine schon da gewesen. Ja, und dann ist da vorne im Waggon vorgestanden. Das war der Coca-Cola. Ja, den hat es auch aufgetragen. Das Klärgebinde hat es aufgetragen. Ja. Und den Autozug auch. Die Staublawine stürzte 13 Waggons des Autoüberschnellzuges kurz nach ihrer Entladung um. Weitere 4 Waggons entgleisten und kippten anschließend ebenfalls um. Da ist oben das Ding, dieses Magazin, das Dach putzt. Das von der Kehl hat alles das Dach runtergerissen. Runtergerissen, ja. Und da hat der Rindler. Hat er da drin noch gewohnt? Ja, der Rindler selbst, der ist reingesessen am Häusl. Ja, der hat es eingeschickt gehabt. Ja. Da ist der Kiosk, die Fetzen sind da oben gelegen. Ja. Da in den Wald oben, gell? Ja. Von Eskimo. Kühlschrank haben wir noch gefunden da oben. Und das Blech vom ganzen Dachwerk ist alles da oben gelegen. So ist da oben gelegen, unter der Wand da oben. Da. Die Fahrleitungen wurden im Bahnhofsbereich vollkommen zerstört und die Gleise auf insgesamt 750 Meter Länge, 40 Zentimeter mit Schnee überlagert. Ein Bahnhofkiosk wurde ebenfalls zerstört. Der Bahnverkehr war bis zum 24.02. zur Gänze unterbrochen.